Let's Play for Free World of Warplanes Bonusfolge bei Sofa Gaming mit dem Kunran und mit dem Seka. Guten Abend. Ja, ich guten bin Tag, noch ein oder? Bisschen ja. Schuldig. Ja, guten Abend, passt schon, 18 Uhr kommt's raus. ich bin noch ein bisschen schuldig von dem Fail vom letzten Mal, dass wir die Pegasus auch mal richtig fliegen und ich mal verstehe, dass das Raketen sind und keine Bomben. Deswegen nochmal eine Bonusfolge, bevor wir ein neues Projekt machen. Und ja, das hat ja super geklappt mit dem Anmelden. Was zur Hölle ist denn hier los? Ja, du hast leider keinen T2 mehr, ne? Den du fliegen könntest. Ich habe keinen T2, nein. Ja, das sackt natürlich ziemlich hart. Aber das ist ja trotzdem hier. Also bitte. Das wird sehr amüsant werden. Wir hatten auch noch nie mit einem Tier 3 einen Tier 5 Match gehabt. Weiß ich nicht. Nee. Das Team regt sich gerade erstmal ein bisschen auf. Ja. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ah, du wirst mit deinen Raketen einfach alles zerstören. Auf jeden Fall. Von meiner atemberaubenden Geschwindigkeit. Ja, ich versuche einfach möglichst flach. Du kannst dich irgendwo für das Tier gehen. Nur bitte bleib nicht in meiner Nähe. Soll nicht in deiner Nähe bleiben. Ich versuche möglichst unentdeckt einfach hier irgendwelche Targets zu zerstören. Wir will geflamed werden im Chat, das finde ich nicht in Ordnung. Ich schon, ich würde es mich genauso machen. Hallo, Tier 3 und Tier 2 melden an. Ja. Deshalb ist Tier 5 möglich. Das ist nun mal so. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten ja jetzt ein paar Folgen. Und wir hatten den Premium-Ding hier nie. Tier 5 drin. Ich glaube, wir hatten auch nur einmal sogar Tier 4 drin. Das Gute ist, dass ich hier als Bait doch relativ erfolgreich bin. Welche Leute halt auch viel, viel schneller sind als ich. Und ständig am Overshooten von mir sind. Da ist mein Gegner viel, viel schneller als ich. Ich brenne, das ist nicht so geil. Okay, das war's. Ich bin down. Melde einfach nochmal mit einem Tier 1 von dir an. Das ist einfach besser, glaube ich. Dann kommen wir zu Tier 4 irgendwie. Tja, das ist dann dein Problem. Man kann hier relativ schön zu trollen. Im Wending-Ding. Schade. Ja, wir warten mal kurz, bis die Runde zu Ende ist. Ja. Sehr eigenes Flugverhalten der Blenheim hier gerade mal beobachten. Ach, der Blenheim. Ja. Tager, ne? Nicht gegeben bekommt. Boah, das heißt ziemlich gegeben, das ist vielleicht übertrieben, aber sie kann ihm nichts machen und wird von Tagern beschossen. Aber interessant. Jetzt trifft sie. Weil die ist auch hinter ihr. Ganz komisch. Sag ich mal so, der Gegner hätte nicht so viel Schaden nehmen müssen, wenn er einfach nochmal weitergeflogen wäre. Schade. Das ist ziemlich lustig, was hier. Er will sie einfach weiter beschießen, auch wenn sie schon lange zerstört ist. Komm, Chef zu. Sehr interessant. Ja, wenn die beiden jetzt flüchten können,
etwa. Die sind leider zu fett und zu behäbig. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass irgendwas gerade auf sie zukommt, das dann wegbratzen. Weil das hatte ich ja, wer ich glaube, die vorletzte Folge verfolgt hatte. Wobei, da hatte man ja leider nicht meine Sicht, aber da hätte man das schön sehen können. Ja, wenn er sich hier nach links gedreht hätte, hätte er ihn tatsächlich einfach geben können. Schöner ist, die kann man auch rammen, aber das ist den IL-2s einfach egal, weil sie einfach so viel HP haben. Das hat nämlich Jack gerade festgestellt, glaube ich. Ja, der nächste fliegt gerade auf ihn zu. Ja, aber jetzt ist es ziemlich Ende, weil die Jäger einfach wendiger sind. Da geht's abwärts. Geniale 51 XP gemacht. Ich hatte immer 129. Ja, was melde ich, nehme ich dann ab von mal? Ich nehme mal hier einen Engländer. Jetzt keine Crew-Ausbildung. Schauen wir mal, wird bestimmt lustig. D4, go go. Eigentlich sind genug 1er und 2er da. Du bist Tier 3. Ja. Da hätte es jetzt gepasst. Ja, richtig. Da hätte jetzt mein Tier 3 gepasst, aber... Vielleicht kann ich dich ja hier verteidigen. Schauen wir mal. Ich überlege gerade, wo ich langfliege am günstigsten. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe halt keinen Heckschützen, also ich bin ziemlich wehrlos. Ja, ich flieg hinter dir. Ja, auf jeden Fall. Das wird natürlich die Mega-Verteidigung für mich. Auf jeden Fall. Da schätze mich mal hier. Ist mal so langsam, wie ich bin. Ja, ich versuche irgendwie Schlangenlinie zu fliegen. Gott. Selbst Schlangenlinie bin ich viel zu schnell. Steige ich mal ein bisschen. Unten kommt schon die komische Hawk. Ich weiß halt auch echt nicht, was meine Raketen so für eine Reichweite haben. Oh Gott! Oh Gott! Was machst du da? Ja, steigen ist mit dem Flugzeug nicht das Beste. Ich gucke mal gerade, ob ich hier nochmal wegkomme, weil irgendwie sind hier ganz viele böse Menschen, die alle mich wollen. Ich habe hier so eine Schleife, dass ich das anfliegen kann. Die rammen sich da ganz viel, so wie die Flugzeuge da aussehen. Ist okay, solange die mich in Ruhe lassen. So. Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt hier mit Raketen zünden sollte. Okay, also mit 3 Raketen kann ich einen Target kaputt machen. Wie viele hast du? 9. Also jetzt habe ich noch 6 im Moment. Gucken. Also 3 Tage. So ab 600 Metern ungefähr kann ich immer drauf schießen. Okay, wenn ich es mir einteile, kann ich sogar noch eins mehr machen. Dann kann ich mit meinen Maschinenkanonen immer den letzten Rest des Tages machen. Okay. Also wenn man mich so in Ruhe lässt, ist es voll chillig. Es ist sehr, sehr entspannt so zu fliegen. Überhaupt kein Problem. Dann muss denn hier der Gegner. Also kannst du jetzt mit Raketen gehen. Auf jeden Fall. Hier schon 3 Ground Targets abgeschossen. Ja, nicht schlecht. Das
ist die Frage. Das Hauptquartier will ich wahrscheinlich nicht kaputt kriegen, aber... Das hat dann leider einfach zu viel HP. 4500. Oh, die Flak schießt schon auf mich. Ich dreh mal gerade ab. Alter, wie tief können die denn schießen? Ich würde gerne hier hinten noch irgendwie einen Target, da gibt's noch so Öltanks oder so, genau. Ob ich die nochmal beschießen kann. Wahrscheinlich muss ich mich beeilen, weil unsere... Ja, das letzte Target hier beschießen. Biegt schon drauf zu, biegt schon leider extrem langsam. Vielleicht kommen wir nochmal in Reichweite. Tja, ich habe noch eine Flak zerstört. Sehr schön. Immerhin 4 Bodenziele zerstört. Ich hätte mir noch besser einteilen können, hätte ich sogar 5 geschafft. Aber das Ding ist echt witzig, solange halt nichts auf mich schießt. Mit dem großen HP-Pool geht das dann schon so ein bisschen. Ja, es gibt dreifache Erfahrung für den ersten Win. Ja, genau, weil einmonatiges Jubiläum ist. Das ist ungefähr so wie unsere Jubiläumsfolgen immer. Okay. Ein bisschen früher. Ja, das passt doch. Ja, das war schon mal recht erfolgreich. Also haben wir die Pegasus auch mal so im Einsatz gesehen, wie sie einsetzen sollte. Und dann habe ich dank Razer heute noch was bekommen, nämlich die Supermarine. Den Typ 224. Das war jetzt ein T3, richtig? Genau, das ist ein T3, das heißt, du kannst auch wieder deinen russischen T3 nehmen. Ist ein britisches Flugzeug. Ich klicke einmal gerade kurz auf die Infos. Erstflug im Februar 1934 und wurde später die Erfahrung, die quasi mit dem Prototypen gemacht wurde, ist dann in die Spitfire eingeflossen. Ja, selbst mit ganz viel Fantasie kann man daraus keine Spitfire machen. Wie gesagt, da ich eine Razer-Maus habe, hat Razer allen Leuten, die halt Produkte registriert haben, einen Key dafür geschickt. Und ich teste das Ding jetzt einfach mal. Jo, sehr schön. Mit Tier 5 in der Schlacht wieder. Hätte ich jetzt gerne so eine Battle wie eben gehabt. Mal gucken. Hier kann auch keiner sagen, ja, Team. Hey, Flotte, ich meine... nicht Flotte. Warum sage ich eigentlich immer Flotte? Flotte, ich glaube, ist ein größerer Verband von Kriegsschiffen. Das sind so 8 ja, plus unter ungefähr. Unter uns. Ja. Nein, ich freue mich wahrscheinlich einfach schon zu sehr auf World of Warships. Das kann ich mir nicht erklären. Also das Ding soll sich wohl ganz gut handeln, hat aber halt am wenigsten HP von den Tier 3 Jägern. Und macht aber wohl auch verdammt viel Schaden. Ja, also du hast mehr als ich. Ja gut, du fällst wahrscheinlich aus der Reihe irgendwie wieder. Ich bin noch schneller als du. Wusstest du? Nee. Ich kann hier meine Raketenantrieb hier zünden. Jetzt hier schon wieder gleich ineinander crashen. Der Winkel wird langsam, aber sicher kleiner. Kann man unter dich fliegen. Stimmt. Dann zieh ich runter. Ja. Ich finde dein Flugzeug sieht ein wenig merkwürdig aus. Es ist auch ein bisschen merkwürdig. Also diese Flügelstellung ist halt ein bisschen weird, aber... Ja, ich will nicht runter. Natürlich. Hab ich doch gesagt. Oh Gott, wir sind noch viel zu hoch. Fast gar nicht. Oh Gott, da rechts geht irgendwie... Vor uns ist einfach mal alles. Oh mein Gott. Ja, ich dive mal. Ich bin quasi gut wie tot. Okay, das war's. Ich hätte mir weniger die Landschaft angucken sollen, mehr darauf achten sollen, was eigentlich abgeht. Vielleicht kann ich ihn noch beschießen, aber... Ja. Ja. Das machen wir gleich nochmal und gucken mal, ob wir noch in eine andere vernünftige Runde kommen damit. Ah, irgendwie nicht so. Ja. Ja, das war schon ziemlich am Arsch irgendwie. Ja, man hat es ja eben gesehen. Ich hab, glaube ich, 2 Schüsse ab. Das war's. Wie mehr hattest du auch nicht? Nee, in der Tat nicht. Also dann sag ich für mich, ich warte lieber ein bisschen länger auf den Pecht. Ich hab dafür anständige Teams, halt sowas. Ich kann es ja nachvollziehen, dass wenn man mit Tier 3 und Tier 2 zusammen anmeldet, dann bei Tier 4 von mir aus mit reinkommt. Das ist dann tatsächlich halt eben ein bisschen blöd für das Tier 2 Flugzeug, aber damit kann man rechnen. Aber wenn man Tier 3 anmeldet und nur oder dann hauptsächlich Tier 5 bekommt, das ist halt. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich wahrscheinlich an meine P40 auch Raketen dran bauen könnte.
Okay. Ich mich da mit diesen Halterungen noch nicht näher beschäftigt eigentlich. Also ich habe auf jeden Fall einen bei meinem erst Bomben und nachdem ich die Bomben erforscht habe, kann ich eine zweite Waffe erforschen. Also bei meinem Kopf. Okay. Das Problem ist aber, dass die Raketen hier teilweise vom Symbol her genauso aussehen wie Bomben. Und das ist dann etwas, tricky zu unterscheiden einfach. Das müsste ich mal nachgucken, das weiß ich nicht. Also bei dir müssten es in der Tat Bomben sein, weil Raketen doch erst relativ spät von Deutschland zu entwickelt wurden. Da hat man sich eher auf die V-Waffen konzentriert. Ja, der uns abgeschossen hat, hat uns in den Ast geschossen. Und der hatte auch uns beide und hatte direkt nach uns noch einen zerstört. Von daher war das jetzt nicht so gut. Mehr Tail wird nicht mehr passieren. Wollt's nicht? Nee. Ja, machen wir damit auch mal gerade eine neue Runde. Hoffen wir, dass wir eine bessere. Bitte einfach wie die einzigen Tier 3 nur mit Tier 2 und Tier 1. Ja, auf jeden Fall. Also. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Da sieht man schon wieder, es wird für mich, wenn ich mir die Anzahl der Flugzeuge angucke, dasselbe wieder sein. Ja. Ziemlich, ja. Naja, wobei, ein bisschen besser ist es. Ah ja. Ich würde einfach mal bei uns über dem Flughafen bleiben. Also nach links fliegen. Und darauf warten, dass die BSH und die TSHs zu uns kommen da. Ja, ich glaube, ich schließe mich dem einfach an, weil irgendwas offen anfliegen können wir einfach vergessen. Einfach, ich meine, wenn ich meine BF anfliegen würde, würde mir einfach der Tailgunner schon geben. Höchstwahrscheinlich ja. Also, bis ich da irgendwie Schaden gemacht habe, bin ich schon längst kaputt. Ich meine, ich habe 75 Hitpoints und ja, da braucht mein Tailgunner halt nicht so lange für, wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Ob was durchkommt vor allem? Es wird auf jeden Fall was durchkommen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht das, also unser Hauptquartier beschützen können, nee, aber das können ist auf jeden Fall die, die es angehen, dafür bestrafen, dass sie es tun. Das ist relativ schwer, ja, irgendwelche Gebäude tatsächlich zu verteidigen. Ja, das ist in der Tat etwas, was War Thunder besser macht, weil die Schlachtfelder einfach größer sind. Und das ist schwieriger, sich so durchzuschleichen, sag ich mal. Da hast du da nicht so die großen Chancen. Ach cool, das Flugzeug hat nicht mal Flaps. Also wenn ich hier drücke, dann kommt bei mir die Anzeige genau Flaps. Sehr gut. Das hat hier der Russe auch nicht. Da kommt doch hinten schon die TSH-3. Also die kommen hier auf jeden Fall auf der Seite. Ja, einer ist auch schon hinten bei uns in der Base. Ja. Da bist du. Irgendwas ist über uns. Ja. Das ist halt einfach. Ha! Zerstört. Eigentlich habe ich ihn nur in den Boden gedrängt, aber. Und der von oben hat ihn nicht. So sieht's mal aus. Gibt's hier. Ja gar nicht. Das Problem ist nur, dass unser Hauptquartier kaputt ist und da hinten jetzt hinter mir gleich noch zwei andere kommen werden, die mir geben wollen.
wobei das ja auch wieder. Das eine ist, glaube ich, die BF-110E, wobei, nee, die ist in der Mitte. Müssen die beiden zerstören? Ach nee, da sind auch noch zwei bei denen. Es kann nur noch einer hier zur Base kommen. Nee, nee. Das sind schon die beiden Dings. Hier, Leute. Helft mir. Ja. Geil ist, weil ich so langsam fliege. Kann ich ungefähr meine Geschwindigkeit anpassen und ihn einfach abschießen. Ja, hammer geil, man. Das Ding sollte man regulär im Team haben als Bodenverteidiger. Das ist echt genial. Du sollst du nicht gerade auf den Zug fliegen. Ja, ich versuche schon abzuhauen. Jawohl. Ja, drei Abschüsse. Das ist ein gelungenes Ende für dieses Teilprojekt erstmal. 2000 XP, 56.000 Credits, läuft auf jeden Fall. Richtig lustig. Ja, wir machen erstmal ein bisschen Pause mit Aufnehmen von World of Warplanes. Wenn ich noch weitere Premium-Flugzeuge durch irgendwen kriege, werde ich die auf jeden Fall nochmal vorstellen in einer extra Folge. Und ich denke, wir werden auch noch nebenbei weiterspielen. Auf jeden Fall. Also, zwar nicht sobald so wir dann regelmäßig im Moment, 6, aber so. Also genau, dann werden wir uns auf jeden Fall wieder melden. Auch genau. Wenn ein größeres Update kommt, was irgendwas grundlegend verändert, werden wir uns auf jeden Fall nochmal melden und was dazu machen. Irgendwie neue Maps oder so, wobei ich immer noch nicht weiß, wo die anderen Maps geblieben sind, die ich schon kenne. Ja. Und ansonsten gibt's demnächst, können wir gerade schon mal ankündigen, ab 18 Uhr ja immer jetzt, werden wir uns mal was anderes anschauen, und zwar einen Shooter. Und zwar Ghost Recon Online. Einen Ableger von der Ghost Recon-Serie, die ja auch, glaube ich, unter dem Namen von Tom Clancy läuft. Und von Ubisoft. Ja, tut's. Und da werden wir uns einfach mal reinstürzen in das Projekt. Also wieder was von Frisches anfangen. Und hoffen wir, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Und dann sehen wir uns einfach morgen zur gewohnten Zeit, 18 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Und tschüss.